Niederbayern 100.de. Die 100 Sekunden Videonachrichten mit allem Wichtigen aus Niederbayern und der Region. Täglich aktuell ab 12 Uhr mittags. Immer wissen, was los ist. Präsentiert von Sanitätshaus Göldner in Eggenfelden, Pfarrkirchen, Simbach am Inn und Arnsdorf. Wir tun was für Ihre Gesundheit. Herzlich willkommen bei Radio Trausnetz Niederbayern in 100 Sekunden. In St. Wolfgang ist am Morgen in einem Lagerhaus Feuer ausgebrochen. Ein großes Aufgebot an Feuerwehren war vor Ort. Das Feuer war aber schnell unter Kontrolle. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand im Obergeschoss ausgebrochen. In den Räumen sollen unter anderem Reinigungsmittel und Styropor gelagert gewesen sein. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar, ebenso die Schadenshöhe. Niederbayerns CSU-Chef Manfred Weber rechnet nach wie vor mit der Einführung einer Pkw-Maut in Deutschland. Es gebe Signale aus Brüssel, wonach eine rechtskonforme Regelung durchaus möglich sei, sagte der niederbayerische Europaabgeordnete. Bevor die Maut eingeführt werden kann, müsse aber erst ein Gesetzesentwurf ausgearbeitet und mit der EU abgestimmt werden. Deshalb werde es noch ein Jahr dauern, bis die Maut kommt, so Weber. Der größte Anteil an den Bayern-Oil-Raffinerien in Vohburg und Neustadt an der Donau wechselt den Besitzer. Der Energieriese OMV hat seine 45% an einen Schweizer Konzern verkauft. Für die gut 750 Angestellten in der Region, viele davon aus dem Landkreis Kelheim, bleibt aber alles beim Alten, hieß es. Bei einem Unfall auf der B388 nahe Gankhofen sind gestern am späten Nachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Eine Autofahrerin musste anhalten, weil sie nach links abbiegen wollte. Zwei weitere Autos hinter ihr stoppten ebenfalls. Eine 64-Jährige im nachfolgenden Auto erkannte die wartenden Autos zu spät und knallte voll hinten drauf. Alle Autos wurden zusammengeschoben. Laut Polizei mussten drei Menschen ins Krankenhaus gebracht werden. Eine große Künstlerin aus Obergankhofen bei Landshut feiert heute ihren 90. Geburtstag. Die Illustratorin und Kinderbuchautorin Marlene Reidel. Berühmt wurde sie 1959 mit ihrem Bilderbuch Kasimirs Weltreise, das von der New York Times zu den 10 bestillustrierten Kinderbüchern gezählt wurde. Die Bilderbuchautorin hat aber auch Kirchenfenster in Glas und Reliefs oder Keramiken in öffentlichen Gebäuden gestaltet. Weitere Meldungen unter radio-trausnetz.de.